Welche YouTuber guckt ihr euch am liebsten an? Die Lochis, Dagi B oder Julian Bam? Die waren gestern alle zusammen in Düsseldorf. Dort wurden nämlich zum 7. Mal die deutschen Webvideopreise für die besten Internetvideos vergeben. Gucken wir mal, wer sie so gekriegt hat. Hi, ich bin Dagi und ich grüße alle Logo-Zuschauer. Klar, dass Dagi B gestern Abend auch dabei war in Düsseldorf. So viele bekannte YouTuber auf einem Fleck trifft man selten. Es ist sehr, sehr voll hier. Es ist krass. Also jedes Jahr wird es immer größer und größer. Also ich muss ehrlich sagen, von der Stimmung her ist das bisher mein Lieblings-Web-Videopreis. Man kennt sich hier halt einfach. Es ist einfach so, ne? Hier ist ein bisschen die Heimat, Von daher ist es mega entspannt. Die Lochis, Heiko und Roman in den letzten Jahren die Abräumer beim Webvideopreis. Dieses Mal waren sie gleich zweimal nominiert, unter anderem für ihren Song Lieblingslied. Wäre doch schon cool, so ein Preis, oder? Wenn wir gewinnen sollten, wäre es echt mega geil. Vor allem, wenn man überlegt, was wir und unser Team das letzte Jahr alles gerissen haben und auf die Beine gestellt haben, wäre es einfach eine geile Würdigung. Auf jeden Fall hatten die Lochis starke Konkurrenten, Dana zum Beispiel. Aber wer hat denn jetzt den Preis abgeräumt? Den Preis für den besten Originalsong bekommen, die Lochis! Lieblingslied hat gewonnen und von den Lochis gab es ein dickes Dankeschön für zwei besondere Menschen. Mama und Papa, wenn ihr das seht, auf alle Fälle vielen Dank für alles. Ohne euch wären wir nicht hier, ohne euch wären wir nie so, wie wir sind und ihr habt unser Leben geprägt. Insgesamt 25 Preise gab es gestern Abend für Deutschlands Internetstars. Zweimal durfte Felix von der Laden alias Dana auf die Bühne. Trophäen für die Person des Jahres und seine Vlogs. Das war krass. Aber erstmal vielen, vielen Dank für diesen Preis. Der größte Abräumer des Abends war allerdings er. Julian Bam. Gleich drei Preise gingen an ihn. Da gab es also gestern Abend viel zu feiern. Damit machen wir Schluss für heute und sehen uns.